Oh, ihr seid ihr da? Herzlich willkommen bei Annes Bastelwerkstatt. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade am Löten. Gestern war Vatertag. Ich bin zwar leider kein Vater, aber wir waren trotzdem unterwegs. Und darum kamen keine News. Es gibt aber allerdings auch diese letzte Woche nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich wirklich so gemacht habe, ist programmiert und Moped repariert und Fehler gefunden bei der Programmierung. Das Programm läuft jetzt. Ich werde diese Woche versuchen, das Programm also auf den Arduino zu laden und dann mit dem 3D-Drucker natürlich die Halterungen bauen. Habe ich selbst konstruiert, gezeichnet. Ja, kommen so rein, beziehungsweise zuerst kommt der Sensor. Das ist ja der Sensor. Der kommt hier so rein. Das Kabel kommt hier hinten raus. Und dann kommt die Hülle, der Deckel oben drauf. Und somit hält der Sensor gut und das Kabel kann ich schön rausführen. Ja, der Drucker druckt jetzt gerade noch die letzten zwei Hüllen. Danach kommen noch Pumpenhalter und vermutlich noch ein Halter für den Arduino und für das Relaisbrett. Und später dann noch fürs LCD und. Na, da kommt noch viel dran. Ja, das werde ich dann sowieso nachfilmen bzw. euch erklären, wie das alles funktioniert. Und ja, ich wünsche euch in dem Fall viel Spaß bei meinen kurzen News, einen Tag verspätet. Und bis zum nächsten Video. Und das kommen diese Woche noch welche.